Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 meiner Let's Play-Reihe von Subnautica. So, wie geil es einfach ist, dass es auf fremden, also dass in jedem anderen Universum, was uns gezeigt wird, immer so viele geile Monde existieren. Ne? Sowas wie hier zum Beispiel. Das sind Vögel. Oder irgendwelche Flatterviecher. Hast du hier den Hauptmond? Du hast hier einen Mond, der verdammt nah an dem Planeten fliegt. Das Witzige ist, du bist ja hier auf einem Planeten gestrandet, wo es kaum bis gar keine Vegetation gibt, ne? Er sagt, wir brauchen was zu essen, ne? Das haben wir. Ist hier Tag 2. Wir sind schon bei Tag 2. Ich muss irgendwas killen, damit ich was zu futtern kriege. Wenn der Scheiße nicht so dunkel werden, ne, dann würde ich mich auch weiter raustrauen. Ich habe ja nicht mal sowas wie eine Taschenlampe oder so. Mal kurz gucken, wo Viecher sind. Alter, WTF. Da ist er, vor dem habe ich Angst. Jo, was der auch einfach bei mir an der Base rumfliegen muss. Ah, der will mich angreifen. Boah, ich habe so Angst davor, das ist doch nicht normal. Mann! Kann doch nicht sein. Ich hasse das. Wie ich das hasse. Da kann es jetzt mal tags werden. Oh, das ist so geil, ne? Das sieht so fucking geil aus. Oh, wie geil das wäre, wenn unsere Welt auch so fette Planeten hätte. Die so nah an uns vorbeifliegen. Klar würde dann... Ist das eine riesen See? Also ist das eine riesen Wolke auf dem Wasser? Geil. Da, seht ihr? Der hat ein Problem mit mir. Ich kenne das auch nur so, dass du übelst weit weg von dem Ding hier gestartet hast beim letzten Mal. Ist das Wasser jetzt wieder hell? Boah, ich habe so keinen Bock ins Wasser zu gehen. Ne? Hier, wegen ihm hier. Es sind sogar zwei Viecher einfach. Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die. Uah. Wie ein Profi. Wie ein Profi. Bin Biathlet, Alter. Schießen und dann weglaufen. Ohne Witz. Wo ist er? Da ist er. Ich kann hier nichts machen wegen dieser Drecksviecher, Mann. Der verpisst sich jetzt. Gut, dann mal schnell hier irgendwie Fische klatschen. Ihn will ich haben. Komm her, danke. Stielauge. Okay. Oh, mein Wasser. Ey, ohne geile Waffen komme ich hier nicht weiter. Auf zu lachen. Ist ganz normal, Angst zu haben. Nervig ist halt nur, wie gesagt, dass ich ging jetzt ab. What the fuck? Was ist das? Sind die mittlerweile friedlich? Nein, sind sie nicht.
Sind ja zwei, ne? Fuck. Alter, meine Schwachstelle ist, dass ich an die Oberfläche muss. Stirb, Alter. Ey, wo bin ich denn hier gelandet, verdammte Kacke? Die ganze Zeit darf ich mich nur mit solchen komischen Kreaturen rumboxen, ey. Was ist das denn? Und hier diesen dämlichen Schwerer habe ich auch noch nicht gefunden. Und Hunger hat mein Dude auch langsam. Hier irgendwo Schwefel? Nee, leider nicht. Kein Grund, mich anzupacken. Wo bin ich denn Schwefel, Alter? Das kann doch nicht sein. Ich kann mal ja. Jo, wir können eins was zu essen machen. Den können wir jetzt essen, oder was? Nahrung 13. Nimm den mal in die Hand. Jo, hat der mal gar nichts gebracht beim Essen. Nichtsdestotrotz, wo finden wir jetzt Schwefel? Ich kann ja auch nirgendwo hin, weil diese Kack-Drecksviecher überall sind. Das Titan. Hey, wie erkenne ich denn bitte Schwefel? Oh, komm, fuck you, Alter. Ja. Nimm mal an die andere Seite. Komm, ist nicht dein Ernst, Alter, komm. Wieso? Tut halt denn wirklich Not, dass der Hai so groß ist? Stirb doch einfach, Alter. Bräuchte ein größeres Messer oder eine Waffe? Es sind hier schon drei Stück davon. Wollt ihr... Vier! Wollt ihr mich verarschen? Darf ich meine Base woanders hinbauen? Ich bin gleich down, ne? By the way. Jetzt mal im Ernst, kann ich meine Base woanders hinbauen? Der macht mich doch nur fertig, der Dude. Ich hab den Fisch nicht bekommen, ne? Ey, ohne... Ich muss da schon wieder runter, ne? Ich finde... Wo finde ich denn diesen dämlichen Scheiß? Kann ich erzählen, dass es das nicht gibt? Ist das das hier? Das ist das hier? Ne, ist das auch nicht. Ich raff's nicht. Ich raff's echt nicht.
Das sieht mir nach einer Höhle aus. Clubschieber kommen. Das dürfte Glas sein. Was ist das da? Ja, ich bin da schon hoch. Also die Geräuschsachen, die machen mir echt ein bisschen das Salz. Salz. Schrott. Sag mal, tun die Fische nur so, als wenn die tot werden? Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja! Oh Gott, das ist anstrengend. Ich habe mich auch lustigerweise über dieses Spiel null vorher informiert. Null. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Aber kann ich nicht irgendwie... Was haben wir hier? Ausrüstung. Standard-Taucherflasche. Kann sein, dass ich erst eine Standard-Taucherflasche bauen muss, damit ich tiefer schwimmen kann, um dann diesen Scheiß abzubauen, den ich brauche. Wir haben jetzt auch Glas. Nein. Okay. Haben wir jetzt eine Taucherflasche gebaut, ne? Wo ist die hin? Hä? Wo ist die denn? Ich hab mir doch... Ach ja, die liegt noch hier drauf. Lelelul. Inventar. Wie kann ich die Sachen aus dem Inventar schmeißen? Oh, nicht. Das war blöd. Inventar ist voll. Inventar ist voll hoch 2. Ja. Wie kann ich denn Sachen aus dem Inventar schmeißen? Schnellzugriff, ja. Eigentlich müsste ich die doch nur aus dem Inventar ziehen. Hä? Warum bin ich so lost? Warum? Ich verstehe es nicht. Also die Dunkelheit und ich werden auf jeden Fall keine Freunde. Wie steht schon mal fest? Was haben wir hier? So Screenshots machen. Ich krieg die Sachen nicht. Oder kann ich die nur in meinem Raumschiff nicht? Kann ich die nur in meinem Raumschiff nicht loswerden? Jo. Das geht tatsächlich nur in meinem Raumschiff nicht. Das sollte ja jetzt erstmal reichen. Um diesen komischen Sauerstofftank aufzunehmen. Wo ist er? Da? Jo, perfekt. 75 können wir jetzt nehmen. So, jetzt gibt es Sauerstoffflasche hoch 2. Was haben wir hier? Feuerlöscher. Und eine Leitung. Dude, wir müssten erstmal was essen. Wie geht's denn mit Trinkwasser? Gefiltertes Wasser? Destilliertes Wasser? Mhm. Oh, Koralle. Da kommt eine Koralle. Der Kalle. Das Katzenmeme ist so toll.
Ey, jetzt verreck ich, weil ich nichts zu essen habe, oder was? Lebenszeichen Lebenszeichen stabilisieren. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger und tiefer tauchen. Jetzt eingesammelt. Yes. Hier, komm mal her, du Fisch hier. Dann haben wir jetzt erstmal eine Handvoll Fische ein, damit wir mal überleben. Bleib stehen. Wenn man länger unter Wasser bleiben kann, ist natürlich relativ angenehm. Oh, Sauerstoff. Jetzt nochmal auf in die Kapsel, nochmal was snacken. Und wir sind. Ups, hier, zack. So, jetzt wird das Teil hier loswerden. Werkzeuge können wir einen Scanner bauen. Bauen wir uns mal einen Scanner. Machen wir was zu essen. Dass sie jetzt erstmal nicht mehr dehydrieren. Essen, essen, trinken, essen. Perfekt. Und das kommt genau in die Hand unten. Ja, perfekt, Reno. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns zu Folge 2 in diesem Let's Play. Und ja, wenn es euch gefällt, wie ich mich in diesem Spiel erschrecke, dann lasst doch mal einen Daumen da. Und guckt die nächsten Folgen. Bedanke mich. Bis dahin. Chi Rio, meine Freunde.